Und damit einen wunderschönen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Resident Evil HD Remaster. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, ich würde sagen, heute ist es einfach mal die Schreibmaschine. Wenn dir die Schreibmaschine gefällt, darfst du gerne einen Daumen da lassen oder auch in die Kommentare schreiben. Das würde mich freuen, den Kanal supporten und meinen Bart etwas bärtiger werden lassen. Ja, hast du auch einen Fetisch? Gut, dann können wir jetzt weiterspielen. Wir schauen mal eben gerade. Da unten habe ich wohl irgendwas liegen lassen. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es ist mir jetzt gerade auch egal. Wir begeben uns jetzt auf Richtung Fahrstuhl und ich guck mal eben. Wir müssen ja die Increments zurückpacken. Wer weiß, was ich da alles noch finde. Dann tausche ich die einfach mal gegen... was mache ich denn jetzt? Magnum nehme ich auf jeden Fall nicht mit. Brauchen wir später. Ich glaube, ich nehme einfach mal die Pistole mit, vorsichtshalber. Ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt brauche, aber ich werde es jetzt einfach mal tun. Und 4 Plätze sollten ja wohl ausreichen für Items, die ich mitnehmen muss. So, jetzt darf ich hier die Tür durchgehen. Boah, ich habe den ganzen Tag Holz verbrannt, mir tut alles weh und ich habe keinen Bock mehr. Aber ich habe gedacht, komm, nach Möglichkeit möchte ich das Spiel gerne heute noch beenden. Wenn nicht, dann wenigstens die Hälfte bis zum Ende. Hauptsache, wir haben es irgendwann mal durch. Denn ich habe noch ein paar andere Projekte für euch in der Hinterhand, die ich gerne fertig machen möchte. Und ja, da ich ja wie gesagt bald wieder arbeiten muss und so, ist das alles ein bisschen schwierig. Aber egal, wir gehen mal hier rein. Mal gucken, was passiert. Jill! Barry? Thank God you're safe. You too, Jill. A noise I heard brought me down here, but I didn't expect to find a place like this. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. That sound. Mein Gott, hast du noch nie jemanden mit Durchfall gehört, Alter? Jill, go check it out. We had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Okay. So, ja, wir gehen jetzt genau durch die Tür hier. Ich will auch, irgendwie ist es ein Reflex von mir, dass ich jedes Mal auf R1 drücke und dann bin ich wieder in der Karte drin. Das ist ab und zu nicht meine Absicht, aber immer öfter. Boah, wie viele Wege gibt's hier denn? Okay, eigentlich nur einen. Ah, Lisa Trevor! Nee, die brauche ich jetzt aber nicht am Kopf hier. Warte mal, sollen wir die mit... Nein, die lasse ich erstmal hier. Ich weiß ja nicht, was ich alles mitnehmen muss, deswegen, wir können die auch gleich mitnehmen. Ich glaube, wir müssen sogar nochmal hier hin. Um irgendeine bestimmte Tür zu öffnen. So, wo sind wir denn hier jetzt? Ach so. Stimmt, man konnte doch irgendwo diese Kiste kaputt machen oder so. Ich fahre die jetzt irgendwo hin und dann kann man die wohl kaputt machen oder so. Da ist dann irgendwas drin. Weiß ich noch. Also ganz grob, aber auch nur. So, Kiste ist da. Dann drücken wir mal das Knöpfchen. Tschüss, Kiste. Auf Wiedersehen. So, haben wir jetzt erstmal DHL-Boote gespielt. Jetzt gehen wir wieder zurück zur Kiste, machen die auf und dann gucken wir mal, was wir denn bekommen. Ich bin ja mal gespannt. Boah, der Weg ist so verwirrend hier. Ach Lisa, komm jetzt, lass mich doch in Ruhe. Ich habe dir nichts getan. Warum musst du jetzt kommen und mich nerven? Lisa. Hä? Au, voll in die Fresse! Sag mal, geht's dir noch gut oder was?
Da brauchst du gar nicht schreien. Sag mal, haut die mir was ins Maul. Sei froh, dass ich Munition sparen will. Das würde eh nichts bringen. Aber die Alte ist ja angeblich unsterblich. Immer diese Lisa. Barry, du Ficker! Du kleiner, dreckiger Verräter! Lässt er mich einfach hier unten, ey? Was für ein dreckiges Schwein! Ich glaub's ja nicht. Und sowas nennt sich Teampartner. Also wirklich. Am Arsch. Sag ich da nur, am Arsch. Warum haben wir so viele Kräuter, Herrgott nochmal? Die muss ich alle mal irgendwie kombinieren. Das ist ja nervig. So, jetzt meine ich, kann ich hier irgendwie runterklettern? So, aber wo muss die denn hin, die Kiste? Ach da, in diese komische Presse, ne? Stimmt, 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 da war ja was. Ich freue mich ja schon, wenn wir das Resident Evil 2 Remake spielen. Das habe ich in meinem Leben nur ein einziges Mal gespielt. Boah, und ich weiß wirklich nicht mehr, was ich da alles machen muss, wo ich da hin muss und was da alles passiert. So. Müllschlucker. Dann drück mal den Schalter. Ist auch fast wieder dasselbe Prinzip wie in Code Veronica mit der Kugel. Nicht ganz dasselbe, aber fast. Ach so. Okay, ein Flammenwerfer. Damit brauchen sie nicht mehr herumspielen. Hm. Schade. Aber der muss ziemlich stabil sein, ne? Wenn er die Müllpresse überlebt. Die Kiste ist kaputt gegangen, aber der Dings ist irgendwie heile geblieben. Kann ich nicht mit dem Ding zurückfahren? Das wäre doch viel einfacher. Aber dann heißt es wahrscheinlich wieder, es ist zu gefährlich, damit zu fahren. Oder irgendwie sowas. So, wie geht's uns denn? Warnung schon wieder. Lecco mio fanto. Leck mich doch an der Naht, ey. So, wir schlucken mal eben hier so ein Kräutchen. Wir haben ja genug davon. Und jetzt muss ich hier wieder durch die Tür. Flammenwerfer, Flammenwerfer. Das ist wahrscheinlich... Das wird wahrscheinlich... Ja. Hier sind doch diese komischen Dinger, die ich ausfahren kann. Das weiß ich auch noch so ungefähr. Irgendwo war hier so ein Hebel. Jetzt kommst du wieder, Alter. Musst du mir immer im Weg laufen? Wer hat dich überhaupt eingeladen? Kein Schwanz. Kein Schwanz. Oh, Hebel umlegen. Ich weiß natürlich nicht, wo ich da... Ich renne jetzt hier durch. Ja, genau in die Fresse wieder. Ist okay. So, nee, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Nein, komplett falsch gelaufen. Ja, hast du jetzt davon. Und er fährt jetzt wahrscheinlich gleich wieder hoch. Ja, war klar. Fuck. Hier gibt's gratis in die Fresse. Jetzt muss ich quasi umdrehen. Ach, fick dich, Lisa. So. Jetzt kann ich hier durch. Ha! Ehrlich, ich weiß nicht, was ich hier getan habe, dass sie wieder so sauer ist. Aber die hatte ja immer schon so ein Aggressionsproblem. Ach du Scheiße, was ist das denn? Irgendwas liegt hier noch. Schreibtisch liegt voller alter Puppen und Kerzen. Eine riesige Sammlung von Puppen. Was liegt hier denn noch? Feuer ist erloschen. Hier war vor kurzem jemand. Hä, was soll denn hier liegen? Ih, Schlangen. Hä, was liegt denn hier? Hallo?
Ja, ich weiß, dass da viele Puppen sind, aber wo liegt denn hier was? Ist doch scheiße, ich finde es nicht. Okay, vielleicht ist es auch woanders. Der Raum ist groß. Einfach mal alles abklicken hier. Oh, diese Kamera. Da ist ein Kästchen. Schmuckkasten mitnehmen, ja? Wir gucken mal rein. Alter, wir sind schon kritisch. What? Was? Steinring? Ein Familienfoto und Notizen. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Progenitor-Virus verabreicht. 10. November 1967. Jessica, Virustyp A. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfusion negativ, Aktion eliminiert. Lisa, Typ B. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Positiv, aber verzögert. Körperliche Veränderung. Konstante Ergebnisse beobachtet. Schutzbeobachtung dauert an. George, terminiert. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. Okay, 14. November 1967. Warte mal kurz. So. Seit der Spritze ist mir schwindelig. Mami ist verschwunden. Was haben die mit ihr gemacht? Sie hat mir versprochen, dass wir zusammen flüchten. Ist sie ohne mich entkommen? Hat sie mich verlassen? 15. November 67. Ich habe Mami gefunden. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Aber sie war eine Fälschung. Nicht meine echte Mami. Dasselbe Gesicht, aber anders innen. Muss Mami finden. Muss Mami Gesicht wiedergeben. Ich habe Mamis Gesicht zurückgeholt. Niemand bekommt meine Mami außer mir. Ich setze ihr Gesicht auf, damit sie nicht weggehen kann. Mami traurig, wenn ich sie ohne ihr Gesicht finde. 17. November 197. Aus Kasten strömt Duft von Mami. Echte Mami in Kasten? Kasten steinhart. Tut weh. Stahlseil im Weg. Mami kann nicht sehen, weil vier Steine. Aha. Okay. Du mich auch. Sieht aus wie ein Familienfoto. Dieses Bett ist noch warm. Schläft die hier, oder was? Ja, aber was soll ich denn jetzt noch hier finden? Ich verstehe es nicht. Irgendwas ist doch noch hier. Ich habe aber keine Ahnung, was. Da hinten ist ein blaues Kraut. Was soll ich denn jetzt damit? Egal, gib mir ein grünes. Immerhin ein grünes. Oh, das blaue nehmen wir auch noch mit. Warum auch immer? Keine Ahnung. So, und hier geht wieder eine Leiter nach oben. Ich hoffe, das war es jetzt auch, was wir hier finden konnten. Keine Ahnung. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wo die Leiter uns hinführt. Hä? Hä? Okay, jetzt bin ich wieder hier in ihrem Haus. What? Jetzt bin ich total verwirrt. Ja. Verstehe ich nicht. Egal. So. So, und jetzt gönnen wir uns mal. Ich würde sagen, gemischte Kräuter. Und das hier können wir, glaube ich, kombinieren mit dem Metallobjekt. So, kombinieren hiermit. Hahaha. Verwenden. So, jetzt sind wir eigentlich gut ausgerüstet. Sind da unten auch, meine ich, schon fertig? Da haben wir jetzt irgendwas vergessen, sah nicht so wild. Da habe ich auch irgendwas liegen lassen, sah jetzt auch egal. Warte mal, jetzt muss ich mal gerade eben überlegen. Wir müssen hier irgendwie wieder raus. Da lang. Und dann müssten wir theoretisch... Jetzt bin ich gerade echt verwirrt. Wir müssen einfach ganz normal zurückgehen. Weil wir ja jetzt das andere Umbrella-Zeichen noch brauchen. Also dieses andere Metallobjekt nenne ich es jetzt einfach mal. Dann kommen wir nämlich ins Mansion und damit dann auch endlich durch das Gittertor, was sich hinter den Stufen versteckt.
Wo ich ja immer noch... Wofür brauchen wir denn jetzt überhaupt diese Metallobjekte, frage ich mich die ganze Zeit. Wir haben ja dieses Adler-Ding und dieses... Was war das noch? Wolf-Medaillon? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir gleich nochmal gucken. Da sagt sie ja einmal, gibt es dafür eine besondere Verwendung. Aber ich wüsste jetzt nicht, was. Vielleicht kommt das ja noch. Oder ich muss googeln, aber ich will ungerne nachgucken. Ehrlich. Vielleicht kann man das auch hier irgendwo einsetzen. Aber das ist auch Quatsch, weil das ist ja rund. Wo können wir denn noch zwei runde Medaillons irgendwo einführen? Wüsste ich jetzt wirklich nicht. So, genau, hier sind wir eigentlich schon richtig. Perfekt. Hätte ich speichern sollen vorher? Ich weiß es nicht. Warte mal, haben wir irgendwo eine Kiste? Ja, da unten, alles gut. So, das Ding nehmen wir wieder mit. Hier sind wir jetzt nämlich fertig. Ja, und quasi fast schon am Ende. Also, so lange geht das Spiel nicht mehr. Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt im Internet nachgucke, wegen diesen komischen... Ich zeige euch mal eben gerade, was ich meine. Die, wo sind sie denn? Hier, Wolfsmedaille und Adlermedaille. Ah, ich will nicht, aber ich gucke jetzt. Mann, das riecht mich auf, dass ich gucke. Ich weiß ganz genau, das kommt früher oder später sowieso und dann habe ich umsonst geguckt. Resident Evil... So, ich habe jetzt tatsächlich mal nachgeguckt, aber ich habe nicht wirklich viel dazu gefunden. Die fragen nämlich alle nur, wo man die herbekommt. Ich frage mich jetzt an der Stelle, wie kann man die Dinger überhaupt übersehen? Aber wo ich damit hin muss, weiß ich nicht. Deswegen nehme ich die Dinger jetzt wirklich einfach mal mit, weil ich keinen Plan habe, wohin damit. So, ich nehme auch noch mal eine Heilung mit, tatsächlich. So, weil die beiden Dinge werden wir jetzt gleich sowieso los. Speichern... Ne, komm, ich will erst die Dinger einsetzen. Kann auch sein, dass wir da unten bei Lisa Trevor irgendwo noch speichern können, das weiß ich nicht ganz genau. So, können wir hier durch... Ja. Easy, laufen wir über einen Friedhof. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Da guckt man schon mal nach und dann findet man nichts zu dem Scheiß. Gibt's doch gar nicht. So. Hier rein. Das Haus ist auch ziemlich still. Ich frage mich, ob hier jetzt überhaupt noch Zombies, Hunter oder auch Crimson Heads rumlaufen. Ja, Vögel gibt es ja auf jeden Fall noch. So. Und dann sind wir auch gleich schon da, setzen die Medaillen ein und dann weiß ich nicht genau, ob wir direkt zu Lisa Trevor kommen, aber der Kampf ist jetzt auch nicht unbedingt so schwer, sagte er und ja. Wenn ich das jetzt sage, dann sterbe ich da wieder, deswegen lasse ich es lieber. Der Kampf ist voll schwer. Es ist super schwer, die vier Statuen darunter zu schieben, weil den Kampf, den kenne ich tatsächlich auch noch. Da muss man nicht wirklich viel schießen. Da muss man einfach nur schieben. Schieben anstatt schießen. So, dann pack die Dinger da mal rein. So. So. Die beiden Symbole passen genau in die Tür. Öffnen, ja. Und das fällt dir jetzt ein, dass die Dinger passen, wo sie schon drinstecken. Ist klar. Aha, siehst du?
Man kann tatsächlich... Ja, okay, man kann an die Kiste, aber man kann jetzt nicht wirklich... speichern. Egal, wird schon passen. Wer baut sowas? Was mache ich mit diesen Medaillen? Irgendwas liegt hier doch. Verarsch mich doch nicht. Es ist doch nicht umsonst rot. Nicht, dass ihr euch wundert, was ich gerade tue. Ich versuche, ein Item zu finden, was anscheinend hier irgendwo liegen soll. Ich weiß aber nicht, wo. Egal. Ich habe jetzt alles abgesucht, da ist nichts. Jill, you're alive. I was worried, because I thought you were... Start talking. Calm down, I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Jill, hand me my gun. Meine lieben Freunde, was für ein Cliffhanger! Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Resident Evil wieder. Was haltet ihr davon? Die Pistole an Barry zurückgeben? Ja oder nein? All das erfahren wir in der nächsten Folge von Resident Evil HD Remaster. Schaltet also ein, wenn es soweit ist. Ich würde mich freuen. Denkt an den Daumen, an einen Kommentar und natürlich daran, meinen sexy Bart bärtiger werden zu lassen. Bis dann.